Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Clash Royale auf Mazes Clash Channel. Ihr seht wieder mal, ich habe die Truhen ausgeleert in der Zwischenzeit, aber ansonsten nichts gemacht. Und es bleiben uns 2 Gratistruhen, glaube ich. Und wir schauen da gleich mal rein. 22 Gold bekommen, 1 Kobold bekommen, 1 Bogenschützen. Und wir können die Sperrkobolde verbessern. Super. Oh, die nächste Gratistruhe gibt es erst in 49 Minuten wieder. Naja, egal, dann machen wir noch die Goldtruhe auf. So, 4 Karten verbleiben noch, 71 Gold. Ritter, die können wir auch schon sehr, sehr weit jetzt verbessern. 4 Bogenschützen, supi, auch eine weitere Verbesserung. Pfeile immer wichtig, 4 Stück bekommen, aber wir brauchen trotzdem noch 13. Und das letzte, Feuerball, können wir jetzt auch verbessern. Ich habe in der Zwischenzeit relativ viel bekommen. Neu freigeschalten habe ich, glaube ich, nur die Walküre. Und die anderen können wir jetzt aber insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen verbessern. Wir müssen jetzt schauen, was wir machen. Wir verbessern definitiv die Riesen, würde ich sagen. Denn die Riesen, mit denen kämpfen wir ja sowieso am meisten. Haben wir jetzt auf Level 3 220 Lebenspunkte mehr, 8 Schaden pro Sekunde mehr und 13 Schaden. Gibt uns auch 10 Erfahrungspunkte, sind wir wieder ein gutes Stück Richtung Level 4 fortgeschritten. Und wir haben den Feuerball hier noch drinnen. Da könnten wir vielleicht überlegen, ob wir den Feuerball vielleicht mal austauschen. Momentan Level 1. Jetzt schauen wir mal die Bogenschützen, die für 50 können wir die locker noch verbessern. Das machen wir auf jeden Fall auf Level 4. Und dann entweder die Speerkobolde oder vielleicht verbessern wir wirklich den Feuerball. Oder wir verbessern... Ja, der Ritter ist erst Level 2. Der ist erst Level 2, den lassen wir vielleicht mal, wenn wir den sowieso nicht so häufig verwenden. Die Walküre kann ich mal reinnehmen, da wir sie ja jetzt neu bekommen haben. Ich verbessere sie einfach mal und nehme sie einfach mal mit rein, damit wir auch ein paar andere Truppen hier drin haben. Ich wähle sie aus und tausche sie mal gegen den Feuerball aus. Ich glaube, ja, oder ich tausche sie gegen den, ich tausche sie vielleicht gegen den Babydrachen oder gegen den Packer. Nehmen wir den Packer, genau. Ich tausche sie gegen den Packer aus. Weil beide Level 2, das dürfte dann auch relativ gut passen. So, wir schauen jetzt hier nochmal rein. 25 neue Nachrichten. Es füllt sich langsam. Der Clan, dem wir in der letzten Episode beigetreten sind. Wow, oh, wir sind nicht mal der Letzte. 21, 22, 23 Mitglieder mittlerweile. Wir werden voll. Sehr gut. Und wir können auch noch um eine Karte bitten. Ich bitte jetzt mal um Bomber. Weil bei denen sind wir sowieso schon relativ weit fortgeschritten. Wenn wir da jetzt 10 Stück bekommen können, dann könnten wir sogar relativ schnell dann das nächste Upgrade auch wieder machen. Und wir kämpfen uns jetzt natürlich wieder die Kronentruhe und unsere Truhenplätze unten voll. Springen wir gleich mal rein, schauen mal, was uns der erste Gegner so bringt. Oh, jetzt kämpfen wir ja gegen Level 3er. Ein Japaner haben wir hier. Nicht so tolle Starthand, das gefällt mir gar nicht so. Wir probieren es mal mit der Walküre rechts unten, schauen mal, was der Gegner so macht. Ein Ritter, sehr gut, den können wir mit dem Drachenbaby kontern. Die Walküre ist ultra langsam, da können wir den Riesen sogar noch vorne hinsetzen. Unser Drachenbaby dürfte sich eigentlich da um die Musketierin kümmern, das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Oh, jetzt ist unser Drachenbaby da und jetzt müssen wir da leider mit der Bogenschütze und ein paar Kobolden nachhelfen. Weil sonst macht der Riese da sehr, sehr viel Schaden. Oh je, der Bomber macht da auch mega Schaden. Ich glaube, wir geben hier den ersten Turm gleich wieder ab. Ui, ist das gerade laut. Ist es bei euch auch so laut? Ich weiß es nicht. Ich mach mal ein kleines Stückchen leiser. So, ich glaube, so ist besser. Den ersten Turm abgegeben, das sollte man eigentlich nicht machen. Da habe ich wieder mal ein bisschen zu viel gerusht, glaube ich. Aber egal, ich glaube jetzt auf den kleineren Levels hier, auf Level 3 ist es noch nicht so gravierend, wenn man hier größere Fehler macht oder wirklich sehr, sehr stark rusht. Deshalb rushen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Es geht schon. Gehen wir wieder auf volle 3 Kronen. Der Bomber nervt ein bisschen da. Da müssen wir jetzt nachsetzen. Den Bomber müssen wir aus dem Weg kriegen. Komm schon, Bogenschützen, jetzt beeilt euch ein bisschen. Schnappt euch den. Ja, sehr gut.
Ja, der Riese macht Schaden. Die Bogenschützen machen auch wahnsinnig viel Schaden. Die kleinen Bogenschützen, schaut sie euch an. 32 und das war's. Das war's. Geben wir ihm ein gutes Spiel. Wir haben hier so einen schönen Feuerball. Ja, der Bogenschütze hätte auch wirklich noch den letzten Schuss abgeben können, ne? Nichtsdestotrotz eine Silbertruhe bekommen und 3 Sterne. Das bringt uns natürlich sehr, sehr schnell näher an die Kronentruhe ran. Ich muss noch mal kurz mein Mikrofon hier ein bisschen. So. Genau, dann öffnen wir doch gleich mal die Silbertruhe, beziehungsweise fangen an, sie zu öffnen. 270 Pokale haben wir mittlerweile schon. Wir können hier mal schauen. 9 Siege und davon 8 3-Kronensiege. Wahnsinn. Da haben wir ja echt schon abgeräumt mittlerweile. 270 Pokale. Wann gibt es denn die nächste Arena? Ah, auf 400. Vielleicht schaffen wir das ja heute in der Episode. Dafür darf ich aber keine 3 Kronen holen. Da muss ich mir ein bisschen zusammenreißen. Ein bisschen schlechter kämpfen hier. Ein Prinz. Da setzen wir Kobolde und den Drachen oben drauf. Und vielleicht noch Bogenschützen hinterher, weil der Prinz sollte ja weiterhin abgelenkt bleiben. Und der Mini-Packer. Ja, danke schön. Mini-Packer hat natürlich super Schaden hier gemacht. Freut mich gar nicht. Was machen wir jetzt? Sollen wir Valkyrie hinterher schicken? Nein, ich glaube, das lohnt sich nicht, weil der Angriff ist jetzt schon verpufft. Ich muss langsam rangehen. Nicht gleich alles rushen am Anfang. Valkyrie rechts unten ganz langsam. Die braucht nämlich relativ lange, bis sie dann nach oben gelaufen ist. Dann können wir da wieder den Riesen davor setzen und dann haben wir hier so einen kleinen Push. Genau, jetzt haben wir nämlich Elixier aufgebaut. Jetzt können wir unseren Riesen davor setzen. Jetzt setzen wir noch den Bomber dahinter. Der ist dann nämlich auch noch für Splash Damage zuständig. Da hinten, weißt du was, wir schicken jetzt auch noch ein Drachenbaby hinterher. Es geht schon. Unser Riese macht da ordentlich Schaden und wir haben hier relativ viel Splash Damage. Der dürfte sich auch um die Gegner kümmern. Oder wir machen das Ganze einfach so. Ja, ich hätte es vielleicht auch hinten auf die Hütte draufsetzen können. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Naja, egal. Egal. Wir brauchen unseren Drachen wieder, würde ich sagen. Dann kommt hier mal unsere Valkyrie rein. Die soll hier ein bisschen Schaden machen. Und wir gehen hier vielleicht mit Kobolden ran. Ja, das war eine gute Entscheidung, weil der Prinz ist wieder ein bisschen abgelenkt. Die Valkyrie kann dann Schaden machen und die Bogenschützen, die stehen dahinter. Und, Riese vorneweg. Die Bogenschützen stehen dahinter und werden praktisch getankt. Die Musketierin räumt hier ab vom Gegner. Wir warten auf den Drachen. Wir warten auf den Drachen und setzen den Drachen jetzt. Ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Das war die richtige Entscheidung. Jetzt haben wir Restzeit, nur noch 1 Minute. Jetzt gehen wir hier volle Pulle drauf. Wir haben hier, der Gegner hat einen Mini-Packer gesetzt. Das dürften wir packen. Es sind nur noch 421 Lebenspunkte. 321. Oh, da hat der Gegner einen Feuerball ausgepackt. Sehr interessant. Nein, na, verdammt, ich wollte sie dahinter setzen. Ich wollte sie dahinter setzen. Nein. So, dann soll er erstmal, soll sich der Prinz erstmal um den Riesen kümmern und einmal umdrehen. Und wir ärgern den Gegner dann einfach ein bisschen. Oh, gerade so noch den König hier, den Prinz abgewehrt. Unser Drache könnte jetzt endlich auch mal hier. Komm schon. Komm schon. So. Ich will den dritten Stern noch. Ich will ihn noch. Ich will ihn noch. Feuerball. 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 Nein. Oh Mann. 30 Lebenspunkte. 30 Trefferpunkte. Ah, da hätte ich schneller schalten müssen. Schneller schalten und ein bisschen zügiger die Truppen dann loswerden, damit ich meinen Feuerball noch bekomme. Da hätte ich auch drauf kommen können. Einfach zweimal den Feuerball drauf. Ach, hey. Nur eine Krone. Äußerst schade. Aber das passt ja dann. Dann kriegen wir ja vielleicht doch die 400 Kronen Trophäen hin. Wieder ein Gegner. Ein Russe diesmal? Ja, ich kann das leider nicht aussprechen. Er hat auch genau 300. Wir setzen jetzt erstmal die Bogenschützen hinten hin. Ich mag das, wenn man so ein bisschen langsam an die Sache rangeht. Okay, links kommt ein Riese, dann setzen wir da unser Drachenbaby. Und ein Mini-Packer, da müssen wir die Kobolde vielleicht reinsetzen. Und wir machen auch noch ein bisschen Schaden mit der Valkyrie. Die soll hier...
Das war ja nicht so prickelnd hier. Das war ja überhaupt nicht prickelnd. Was ist denn da schiefgegangen? Pfeile, komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Das lief ja gerade mal gar nicht gut. So, Bogenschützen. Schnappt euch den Ritter. Viel Glück. Viel Glück wünscht er uns. So eine Gemeinheit. Finde ich gar nicht. Finde ich gar nicht witzig. So, geben wir mal einen Daumen hoch. Jetzt müssen wir langsam wieder aufbauen. Der rechte Turm ist schon ein bisschen geschwächt. Ein bisschen nur. Und unsere ist schon fast unten. Nicht so super. Wir probieren es mit Riese. Links Kobolde. Ich finde das gar nicht. Ich finde es gar nicht nett. Wenn wir pushen, fängt der Gegner auch das Pushen an. Und irgendwie ist der Gegner besser als wir. Oder ich mache einfach irgendwas falsch. Irgendwie mache ich was falsch, glaube ich. So, wir müssen die Musketieren jetzt besiegen. Wir haben jetzt wenigstens mit unserem Riesen auf der rechten Seite auch aufgeholt. Ja, sehr gut. Da ärgert er sich mal. Jetzt habe ich auch mal was richtig gemacht. Dreh um. Nein, das machst du nicht. Das wirst du nicht tun. So, dann lenken wir, jetzt ist wieder die Überlegung, entweder den Riesen abwehren oder rechts volle Pulle drauf. Oder beides. Das ist alles nicht so super. Ich gehe lieber auf Verteidigung. Verteidigung ist... Ui, Glück gehabt mit seinem Feuerball. Verteidigung ist die beste der beste Angriff, oder wie? Riese. Kobolde hinterher. Musketieren ist abgelenkt. Da kommt ein Mini-Packer. Der Mini-Packer läuft dahin. Jetzt wird's wild hier. Unsere Valkyrie macht links sehr viel Schaden. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ja, sehr gut. Zweiten hier noch bekommen. Dann setzen wir hier unten noch eine Valkyrie, um ein bisschen abzulenken. Und wir machen oben sehr, sehr viel Schaden. Sehr, sehr viel Schaden. Komm schon. Komm schon. Das werden drei Kronen. Sehr gut. Sehr geil. Gutes Spiel geben wir ihm. Wow. Da haben wir das Spiel noch gedreht. Zuerst das Tor kassiert und dann selber noch drei reingemacht. Yes. 30 Trophäen. Dann sind wir jetzt bei 330 insgesamt. Einen Bombe erhalten von Mr. D. Da bedanke ich mich doch gleich mal. Danke, Mister. Und 7 Kronen haben wir jetzt. 3 Kronen fehlen noch. Dann springen wir doch gleich mal in den nächsten Angriff.